Emissionsfrei von der Gasol nach Emden. Audi erweitert ab Oktober die EcoPlus-Transporte mit DB Schenker Rail. Am 28. September wurde die neue Verbindung eingeweiht. Durch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, den Vorstand Produktion der Audi AG Frank Dreves und Karl-Friedrich Rausch, Vorstand Transport und Logistik der DB. Auf der Verbindung von Neckarsulm nach Emden sollen jährlich mehr als 90.000 Fahrzeuge CO2-frei nach Norden fahren. Audi nutzt damit bereits die zweite EcoPlus-Strecke für seine Transporte. So verringert der Autokonzern seinen CO2-Ausstoß jährlich um mehr als 3.420 Tonnen. Pro transportiertem Auto werden rund 38 Kilogramm Kohlendioxid gespart. Mit ihrem umweltfreundlichen Verkehrskern spielt die Bahn für uns eine sehr wichtige Rolle. Auf dem Wege, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe, der CO2-neutralen Mobilität. Dazu machen wir heute einen ersten, ich würde sagen einen weiteren Schritt. Ab jetzt transportieren wir nicht nur unsere Produkte aus Ingolstadt nach Emden, sondern auch von Neckarsulm nach Emden mit Ökostrom. Das umweltfreundliche Transportangebot hilft Unternehmen, ihre Klimabilanz nachhaltig zu verbessern. Denn der Strom für den Transport der Produkte kommt auf den EcoPlus-Strecken aus deutschen Wasserkraftwerken. Eine Mindestmenge für die Beförderung gibt es nicht. DB Schenker gehört ja zum DB-Konzern. Und als DB-Konzern haben wir uns in das Ziel reingeschrieben, Umweltvorreiter zu sein. Das gilt natürlich dann auch für Transport und Logistik. Und wir haben ein Ziel gesetzt, dass wir verglichen zu 2006 bis 2020 den CO2-Ausstoß um 20% reduzieren wollen. Unter dieser Verpflichtung bieten wir auch unseren Kunden dann CO2-freie Lösungen an. Und nachdem Audi sich zum zweiten Mal entschieden hat, eine weitere Strecke mit unserem CO2-freien EcoPlus zu transportieren, haben wir festgestellt, dass das Produkt wirklich im Markt angekommen ist und dass es sich technisch wie wirtschaftlich tatsächlich realisieren lässt. Auf den EcoPlus-Strecken lässt Audi nun rund die Hälfte der auf Schienen transportierten Neuwagen befördern. Für die Verwendung des Stroms aus regenerierbaren Energien zahlt der Autohersteller lediglich einen Aufpreis. Erfreut über den Fortschritt der grünen Logistik war auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Zigtausende Autos Jahr für Jahr CO2-frei von Neckarsulm durch ganz Deutschland nach Emden zu transportieren. Es sind da immerhin 700 Kilometer weit, nur mit regenerativen Energien. Ich meine, das ist schon ein sehr klares und, finde ich, auch vorbildliches Signal, das Sie hier setzen. Und es wird ab heute Realität. Und so zu verdanken ist es dem grünen Logistikkonzept EcoPlus von DB Schenker Rail, der Logistiktochter der Deutschen Bahn. Für die Zukunft plant DB Schenker Rail, seine EcoPlus-Strecken international auszubauen, um Kunden auch grenzüberschreitend grüne Logistik zu bieten.